In diesem Video hier sprechen wir über psychische und physische Gewalterfahrungen. Vor allem über solche, die aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechterdiversität stattfinden. Das solltet ihr wissen, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr das Video anschauen wollt. Falls ihr Unterstützung braucht, dann findet ihr hier eingeblendet die Nummer der Telefonseelsorge und LSBTI-Anlaufstellen und auch nochmal unten in der Infobox. Eins ist klar, Gewalterfahrungen, egal welcher Art, machen immer etwas mit den Betroffenen. Also direkt nach dem Vorfall habe ich erstmal das Haus nicht verlassen, weil ich wirklich so eine tief schlimme Angst in mir gespürt habe, dass mir was passiert. Allein von 2020 bis 2022 haben sich Gewalttaten gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung fast verdoppelt. Im Themenfeld sexuelle Orientierung gibt es einen Anstieg von fast 50% im Vergleich zum Vorjahr. Die Straftaten in Bezug auf geschlechtliche Diversität haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Straftaten meint hier zusammengefasst übrigens verbale Diskriminierungen, Drohungen und auch körperliche Gewaltangriffe. Nicht nur die körperlichen Angriffe liegen schwer. Die verbale Gewalt ist ein Einstieg, Menschen auszugrenzen und ein Oben und Unten zu schaffen. Aber warum steigt die Anzahl der angezeigten Gewalttaten aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität immer weiter an? Und bedeutet das auch, dass es tatsächlich mehr Gewalt gegen diese Menschen gibt? Wir haben uns außerdem die Frage gestellt, was lässt sich über das Täterprofil sagen? Wer steckt dahinter? Was eben noch auffällig ist, ist, dass diese Gewalttäter häufig das Gefühl haben, sie handeln jetzt nicht als Einzelpersonen, sondern da gibt es eine ganze Gruppe, die sie unterstützt. Und was können wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass die Zahl der Gewalttaten nicht noch weiter steigt? Alles das klären wir jetzt in dieser Folge Mr. Wissen to Go exklusiv. Darmstadt im Jahr 2022. Hier in der Event-Location Zentralstation findet eine Party statt, auf der Emil mit seinen Freunden und Freundinnen feiert. Und dann sind wir gegen 2:30 nachts rausgegangen und haben auch irgendwie so ein bisschen geplant, was wir jetzt noch irgendwie aus der Nacht rausholen wollen. Es ist kurz nach Mitternacht, als sich ihnen vor dem Club eine Gruppe Männer nähert. Und dann sind irgendwann 5 Jungs an uns vorbeigelaufen und haben uns Schwuchteln genannt. Und Transen und Homos und solche Begriffe sind gefallen. 2 Sekunden später höre ich nur noch, wie jemand zu mir sagt, du scheiß Transe, und mir mit der Faust ins Gesicht schlägt. Aber das war erst der Anfang. Wie geht es für Emil danach weiter? Und was macht dieser Vorfall heute mit ihm? Meine Kollegin Luisa aus dem Mr. Wissen to Go Exklusivteam hat Emil in Berlin besucht. Wie hat sich die Situation dann aufgelöst? Wir haben uns dann zurückgezogen in Richtung Luisenplatz. Und dann haben wir uns halt erstmal setteln müssen. Ich weiß auch noch, mein bester Freund, der hatte ein komplett blutverschmiertes Gesicht. Das war irgendwie so ein schlimmer Moment. Emil erstattet Anzeige. Seine Verletzungen an der Lippe und an der Brust werden von Ärzten im Krankenhaus dokumentiert. Das Team der Zentralstation unterstützt Emil mit einem Instagram-Post, bei der Zeugensuche aber alles erfolglos. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Ermittlungen trotz der Sichtung der Videoaufzeichnung am Luisenplatz sowie der Vernehmung von Zeugen nicht ermittelt werden. Hat das für dich dein Gefühl, in den Straßen Darmstadts unterwegs zu sein, verändert? Also direkt nach dem Vorfall habe ich erstmal das Haus nicht verlassen, weil ich wirklich so eine tief schlimme Angst in mir gespürt habe, dass mir was passiert. Und auch dadurch, dass einfach irgendjemand mir einfach so für meine Identität ins Gesicht schlägt, habe ich auch das Vertrauen einfach in jeglichen Menschen so verloren gehabt. Und ich weiß noch, als ich dann angefangen habe, wieder rauszugehen, habe ich auch irgendwie Mütze, Sonnenbrille und Maske getragen, weil ich so eine panische Angst hatte, dass man mich jetzt auch vielleicht irgendwie erkennt oder keine Ahnung was. Bin auch erstmal nicht arbeiten gegangen. Also ich glaube, mein Sicherheitsgefühl und auch irgendwie vor allem was abends weggehen angeht oder so, das habe ich bis heute nicht wieder. Hast du das Gefühl, du kannst trotzdem damit irgendwie abschließen? Ich glaube, so richtig abschließen kann man wahrscheinlich nie damit. Oder ich nicht.
Mit diesen Gefühlen ist Emil nicht alleine. Wenn man so etwas hört, dann fragt man sich immer, wer macht denn sowas? Wer steckt dahinter und warum steigen überhaupt die Zahlen von Gewalttaten gegen Menschen der LSBTI-Community in Deutschland immer weiter an? Luisa aus dem Mr. Wissen to Go Exklusivteam hat diese Fragen mitgenommen zu Matthias Kauf. Matthias Kauf ist Professor für Sozialpsychologie an der Medical School in Hamburg. Er befasst sich mit der Entstehung von Vorurteilen und Diskriminierung. Wieso entsteht gerade jetzt Gewalt gegen die LSBTI-Community? Zum einen ist das, dass einfach die Sichtbarkeit höher ist als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, queere Menschen finden in der Öffentlichkeit stärker statt. Das führt bei manchen Menschen zu einer Überforderung. Die erleben dann auch eine Form von Bedrohung oder eine gewisse Unsicherheit. Gleichzeitig merken wir auch, dass die Gesellschaft extremer wird, dass es immer mehr Gegenbewegung gibt. Also queerfeindliche Aussagen werden wieder häufiger wahrnehmbar in der Öffentlichkeit. Was kann man denn so grundsätzlich vielleicht auch nochmal über Täter und Täterinnenprofile sagen? Wir wissen eigentlich relativ wenig über die Täter. Und jetzt mal bewusst nicht gegendert, weil die meisten davon sind männlich. Wir wissen aus den Polizeikriminalstatistiken, dass der allergrößte Teil aus dem rechtsextremen Milieu kommt. Wir haben also einen gewissen Anteil von religiös motivierten Straftätern in dem Bereich. Der ist aber wesentlich geringer als der von rechtsextremer Seite kommt. Inwiefern kann man vielleicht gerade auch beobachten, dass das eine Generationenfrage ist? Vor 10 Jahren, vor 5 Jahren hätten wir auf die Frage wahrscheinlich noch die Antwort, oder hätten Sie auf die Antwort, die Frage noch die Antwort bekommen, dass das eine Frage der älteren Generation ist und dass sich das Problem erledigen wird, wenn jüngere Leute nachwachsen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Es gibt relativ wenig Studien dazu, aber was fast alle PraktikerInnen berichten, ist, dass sie gerade auch bei Jugendlichen einen Anstieg an Ressentiments gegen queere Menschen erleben. Was eben noch auffällig ist, ist, dass diese Gewalttäter häufig das Gefühl haben, sie handeln jetzt nicht als Einzelpersonen, sondern da gibt es eine ganze Gruppe, die sie unterstützt. Und das führt mich wieder zurück zu dem gesellschaftlichen Klima, was sich eben verändert hat. Sprich, wenn wir es tolerieren als Gesellschaft, dass queerfeindliche Aussagen ansteigen, dann laufen wir eben auch Gefahr, dass es immer mehr Täter gibt, die das Gefühl haben, sie handeln im Sinne einer größeren Gesellschaft. Allein von 2022 auf 2023 verzeichneten Straftaten gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung einen Anstieg von etwa 50%. Seit 2015 haben sich die Zahlen sogar beinahe versiebenfacht, Tendenz steigend. Seit 2020 werden gesondert auch Gewalttaten aufgrund geschlechtsbezogener Diversität erfasst. Auch hier haben sich die erfassten Straftaten von 2022 auf 2023 verdoppelt. 2023 gab es allein 228 angezeigte Gewaltdelikte aufgrund sexueller Orientierung. In 1499 angezeigten Fällen waren es verbale Angriffe wie etwa Drohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen. Das heißt, täglich werden in Deutschland durchschnittlich etwa 4 bis 6 Menschen der LSBTI-Community angegriffen. Und auch wenn die Zahlen der erfassten Taten vergleichsweise klein wirken, hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Einer von ihnen ist zum Beispiel Emil aus unserem Video. Und während unserer Recherchen kommen wir auch mit vielen anderen Betroffenen ins Gespräch. So erzählt uns zum Beispiel Transfrau Gloria im Telefonat Folgendes. Wir waren eingekreist von ca. 15 Leuten, die uns beleidigten, mir Morddrohungen und Viertelverbot aussprachen. Sie haben mich getreten, bespuckt und haben das gefilmt. In einem anderen Fall berichtet uns Kasim im Telefongespräch. An einem Tag wurde uns eine Glasflasche hinterhergeworfen. An einem anderen Tag wurden wir von einer Gruppe Jugendlichen beschimpft. Ich habe sofort die Hand meiner Freundin losgelassen, weil ich Angst hatte. Dann ist aber einer aus der Gruppe mit seinem Fahrrad in meine Beine gefahren. Die Polizei hat uns bestätigt, ja, solche Fälle gibt es. Und zwar zahlreich. Besonders schwer wiegen Angriffe aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität vor allem auch deshalb, weil sie sich gegen die Identität eines Menschen richten. Und das signalisiert, so wie du bist, darfst du dich nicht auf den Straßen zeigen. Und überall dort, wo Menschen ihre Identität ablegen müssen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, gefährden wir unsere freie Gesellschaft. Zu den erfassten Taten kommt die Dunkelziffer. Die liegt laut Experten vermutlich hoch, weil nicht jedes Opfer einer Gewalttat tatsächlich auch den Schritt zur Anzeige geht. Denn obwohl es in manchen Bundesländern eine LSBTI-Ansprechstelle gibt, scheuen sich Opfer immer wieder, Anzeige zu erstatten. Erstatten können die Opfer so eine Anzeige bei der Polizei. In Rheinland-Pfalz gibt es dafür eine eigene Ansprechstelle LSBTI. Meine Kollegin Luisa trifft Diana Gläser.
Sie ist Polizeihauptkommissarin und genau so eine Ansprechpartnerin für Betroffene bei der Polizei in Rheinland-Pfalz. Aber woran liegt es überhaupt, dass Betroffene den Schritt zur Anzeige nicht immer wagen? Diana Gläser sieht dafür mehrere Gründe. Da fehlt eben oftmals das Vertrauen in die Polizei. Und dann muss man auch die Ansprechstelle LSBTI der Polizei kennen, um dann zu sagen, ich wende mich an diese speziell ausgebildete oder speziell sensible Person. Das ist auch noch nicht überall bekannt. Und wenn man sich dann an die wendet, dann hört man leider auch natürlich von mir, dass wenn es um eine Beleidigung geht oder eine Körperverletzung geht, dass man natürlich auch mit seinem Namen in dieser Anzeige landet. Und davor haben viele Angst. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach, dass die Zahlen jetzt steigen? Ein Grund ist sicherlich, dass die Queerfeindlichkeit, die im Netz entsteht durch Fehlinformationen, durch Hasskommentaren, dass die am Ende mündet auf der Straße in tatsächlicher queerfeindlichen Gewalttaten oder insbesondere Beleidigungen. Aber auch natürlich die Arbeit von Ansprechstellen LSBTI, so wie meine Arbeit, in der Community, im Netzwerk, führt dazu, dass viel mehr Menschen sich trauen, das auch anzuzeigen. Das bedeutet, der Anstieg ist auch etwas, was vorher im Dunkelfeld war, rückt jetzt ins Hellfeld. Und wie beurteilt die Politik diese Situation? Meine Kollegin Luisa spricht mit Sven Lehmann, Abgeordneter der Partei Bündnis 90 Die Grünen und Queerbeauftragter der Bundesregierung. Was sagt er zu der aktuellen Situation in Deutschland? Jetzt kann man ja Gewalt und auch Vorurteile schwer per Gesetz abschaffen. Aber was muss sich trotzdem auf der politischen Ebene tun, damit man ein besseres Fundament einfach schafft? Politik hat ja vor allem die Aufgabe, erstmal die Rahmen zu setzen, die Gesetze zu machen. Aber viel, viel wichtiger, glaube ich, für Akzeptanz ist jetzt auch, alle an einen Tisch zu holen, Gewerkschaften, Sozialverbände, öffentliche Stellen, die Länder, die Polizeien, um eben deutlich zu machen, dass Queerfeindlichkeit uns alle angeht, weil es um Demokratie und Menschenrechte geht und die Würde des Menschen. Hat die Politik auf die junge Generation bezüglich des Themas da auch nochmal ein Augenmerk drauf? Ja, also ich nehme mit sehr, sehr großer Sorge auch wahr, dass beispielsweise in sozialen Medien, beispielsweise in TikTok auch immer mehr Accounts entstehen, die sehr reichweitenstark sind, die auch alte queerfeindliche Vorurteile bedienen, beispielsweise die immer homosexuelle Liebe in Zusammenhang mit Kinderschänderei beispielsweise stellen oder die sagen, von Transmenschen geht eine Gefahr aus. Da muss Politik und da müssen auch Bildungseinrichtungen unbedingt gegenhalten. Weil ich glaube, man hat viel zu lange geglaubt, naja, es reicht, eine Pressemitteilung zu schreiben oder vielleicht mal ein Twitter-Jetzt-X-Posting zu machen. Und das reicht einfach nicht mehr. Politik muss sehr viel stärker dahin, wo junge Menschen sind. Das heißt also, die Bundesregierung ist sich durchaus bewusst, dass die Gewalttaten gegen Menschen der LSBTI-Community in den vergangenen Jahren angestiegen sind. Und die Regierung sieht die Aufgabe darin, über die Diversität von Geschlechtsidentitäten und Sexualität vermehrt aufzuklären. Das ist ein Ansatz, den man fährt, um so Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen. Außerdem will man durch Gesetze Menschen der LSBTI-Community ermöglichen, selbstbestimmter und damit vielleicht auch sicherer leben zu können. Und ein Beispiel, das da immer wieder genannt wird, ist das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Das ist im April 2024 in Kraft getreten. Damit können unter anderem trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen ihren Vornamen und auch den Geschlechtseintrag einfacher als bisher beim Standesamt ändern. Bisher musste man da psychologische Gutachten vorlegen für eine Änderung. Das war ein oft langwieriger Prozess. Heute ist das anders. Zu diesem Gesetz gab es auch eine Menge Kritik. Mehr dazu habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Jetzt ist es aber eben in die Tat umgesetzt worden. Also, dass die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Menschen aus der LSBTI-Community angestiegen ist, das ist durchaus bewusst und dass es in den vergangenen Jahren da einen besonderen Anstieg gegeben hat, das ist auch erkannt. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, um das zu lösen. Aber die Frage ist auch, wie geht's euch denn mit dem Thema? Habt ihr Ideen, was noch politisch oder gesellschaftlich unternommen werden kann? Dann schreibt uns das gerne unten in den Kommentaren und bitte bleibt fair dabei. Darum geht es ja auch bei diesem Thema. Und natürlich gibt es noch jede Menge weitere Videos zu dem Thema. Wir haben hier mal zwei verlinkt. In dem da oben geht es um Gewalt gegen lesbische Frauen. Das Video ist von unseren Kollegen von Reporter und direkt darunter findet ihr ein Video. Da geht es um Transmenschen. Das Video ist von den Kollegen vom ZDF-Magazin Royal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.